Hallo, hier ist der Treiber. Ich habe mir für meine alte Diva 4 in 1 Anlage gekauft, Auspuff von Taconi. Ist noch top in Schuss und will ihn gleich mal einbauen. Dann will ich mal zeigen, wie das geht. Mal gucken, ob es Schwierigkeiten gibt oder nicht. Bei meinem Freund letztens, da gab es ja ein bisschen Schwierigkeiten. Ich bin mal gespannt. Ja, gut, dann ziehe ich mich jetzt mal um und dann fangen wir mal an. Dann bis gleich. So, hier ist eine Schraube. Hier unten ist auch eine Schraube. Und diese Schelle lösen. Auspuff abziehen, dann ist die eine Seite ab. Und auf der anderen Seite genauso. Oder Hauptständer, da muss dabei ab. Das erkennen kann, wo mein Finger ist. Da ist eine Mutter am Hauptständer. Und auf der anderen Seite genauso. Habe ich mir günstig ersteigert. Ein Taconi 4 in 1 mit Zwischenrohr. Deswegen fällt auch der Hauptständer fest, sage ich mal, weg. Weil hier, wo meine Finger sind, und da wird das Zwischenrohr befestigt, wo der Seitenständer dran war. Ja, im Prinzip draufstecken, anschrauben, fertig. So, muss noch mal berichtigen: Das Zwischenrohr wird nicht am Hauptständerbefestigung befestigt, sondern an der alten Auspuffbefestigung. Okay, alles klar. Cool. Da ist die.